ich glaube auf jeden Fall, dass wenn wir auf der Erde hier schon zusammen mit Gott, mit Jesus eine Verbindung haben, dass wir auf jeden Fall nachher auch eine Verbindung zu ihm haben werden. Und weil ich ihn so als liebenden Vater kennengelernt habe, glaube ich, dass es auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit wird danach. Er zweifelt auch dann nicht an Jesus, als seine jüngere Schwester Ellie 2018 bei einem Flugzeugabsturz stirbt. Wenn ich diese Erfahrung vorher nicht gemacht hätte, dass ich irgendwie gewusst habe, es passieren eben schlimme Sachen auf der Erde, aber es ist nicht alles komplett zufällig. Und Gott steht da irgendwie drüber. Ja, das ist für mich auch bisher immer noch der tröstendste Gedanke, so, dass wir uns tatsächlich irgendwann wiedersehen werden.